Hallo und herzlich willkommen zu The Forest in meinen kleinen Abteil oder zwischen Schlafplatz. Ein Schaf haben wir kurz. Ah, es ist schön Tag, wunderschön. Ja, wir haben hier im Wald gebaut. Habe ich jetzt Hallo gesagt? Wartet mal. Egal. Hallo und herzlich willkommen zu The Forest im Hardcore-Modus in der 11. Folge. Huch, hier habe ich ja. Ah, schon wieder diese blöden Bären. Und ja, wir haben uns natürlich in den Wald gebaut. Das habe ich ja schon gesagt, weil es ist einfach mehr los hier. Bam, bam. Ja, naja, gut. Dann gehen wir mal gleich. Nicht rennen. Wenn ihr rennt, dann muss ich auch rennen. Also zu euch. Nein! Ihr teilt euch. Die KI wurde verbessert, habe ich gelesen. Ach so. Wie es ausschaut, aber nicht bei dem Spiel. Hä? Alter. Zufällig, ey, Rüstung hier. Rüstung. I need you. Oh, ich hatte noch einer. Bam. Ah. Und, hä? Achso, der ist schon tot. Ja, egal. Was soll's? Zermalm mich den Herren. Ja, das ist meine Hütte. Habt nichts zu suchen. Kommen die her? Ne, die gehen weg. Ey, das ist. Warum guckt ihr euch die nicht mal an? Ah! Huch! Na, kommt doch her! Komm her! Was Schiss was? Sie hat den Baumstamm, nicht den Blues. Warum sind die eigentlich jetzt ständig nackig? Huch! Nicht wegrennen! Nein! Nein! Oh, das war jetzt eklig. Ja, gut. Deine Frau ist weggerannt. Ist hier nicht sehr ganz treu, wa? Cyril ist hardcore! Und sie hat sich angezogen, bevor sie stirbt. Ist auch mal nett. Ich frage mich, warum die jetzt wirklich immer alle nackig sind. Oder viele. Na, wann gehen meine Eltern ran? Dort bestimmt wieder ewig. Oh, wir sind draußen mal wieder. Ah, da klingelt das Telefon schon wieder. Ich hoffe, ihr hört das gar nicht. Ich habe da noch nicht. Also im Video habe ich das ehrlich gesagt nicht gehört, aber ich gucke es mir eher nur an, wie ich es anhöre. Weil was ich da laber, das ist mir eigentlich nicht so wichtig,
sondern eher wie das insgesamt geworden ist, das Video. Weil ich habe einmal die Folge 3, glaube ich, also nicht angeguckt. Und ja, genau die ist natürlich mit dem Sound nicht synchron. Das ist natürlich echt geil. Ja, wie schon gesagt, wollte ich ja hier hinten noch weiterbauen, hier ranbauen. Wird wahrscheinlich in der Folge ohne Stoppuhr, die ich wieder mal vergessen habe, laufen. Aber... los, Stoppuhr, klick, klick, so, ja, ich weiß nur noch nicht, noch gar nicht, nicht nur nicht, sondern wirklich, ich habe keine Ahnung, wie ich das hier ranbauen soll, wie es denn am schönsten aussieht, weil ich möchte ein schickes Haus haben, ich möchte aber schicke Häuser sein, ha, 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 ey, immer noch, ey. Haut er nur nach unten? Nein. Ich wollte gerade sagen. Puh, Vogel. 3, da brauchen wir noch 2 Lesiados. Aber... ich weiß nicht, ob das sich so lohnt, bei diesem Spiel ein... Gewächshaus zu bauen. Oder sich so ein... ja, so ein Garten. Ist auch geil. Guck mal, hier ist sogar... bei meinem Schlafplatz kein, beziehungsweise ganz wenig hier Gras. Wenn man hier rausgeht direkt, fängt wieder Gras an und hier ist viel. Das habe ich nicht gesehen. Und beim Lagerfeuer sogar auch. Ist auch eigentlich so. Ist echt schön geworden, finde ich, meine Butze. Ja, na gut. Vögel sollen ja auch angeblich nicht mehr durch die Mauern fliegen. Und die hier Hase zum Beispiel ist ja gerade durch. Aber... juhu! Nachher treffen die mich doch noch, wenn die da rumjumpen. Ich wollte dir doch nichts Böses. Dir wollte ich schon... auch nix böse. Ey. Naja gut, einen muss ich scheinbar mal wieder alleine töten. Ja, ich bin so ein Böser. Nein, bin ich gar und ganz und gar nicht. Alles klar, dann gucke ich mal, was ich hier baue. Ich wüsste nicht, wartet mal. Wartet mal, Jans Jurz. Ich möchte mal kurz gucken, wie ich das am besten bauen und vor allem was, weil hier ist, oh, boah, so viel Platz. Ich, wartet mal. I have a wonderful Dingser Idee. Guck doch mal hier. It's a beautiful house. Ja. Ich würde kotzen, wenn das Haus sich noch nach oben leicht backt. Weil viel Platz ist hier nicht, ne? Hätte ich mal vorher überlegen sollen. Dann hätte ich die Wand hier... ja, dann hätte ich die Wand nicht gebraucht. Nö. Scheiße. Kann ich die löschen? Nee, das wäre noch gut, wenn ich das wirklich hier deleten könnte. So, wegen dem Haus ist jetzt wirklich nur ein... ah! Wartet mal, ich mach das mal so. Ich mach das mal so, dass... ja, muss ich jetzt hoffen, dass das geht. Dass ich Schalonk komme. Nein, nicht so weit springen. Naja. Oh, ich muss über sowas schnabulieren. Das geschieht auch gleich. Nach dem Baumili.
Bäumleinchen. Ich nehme dich mit nach Hause. Du bist mein neues Zuhause. Nein! Ja, ja, ja. Mach Pling, los! Dreh dich nicht durch den Boden durch. Keine Ausreden. Hui! Jetzt hab ich's. Bang! Komm her, komm her! Oh, das ist doch netter. Sir Baumolot. Ich habe gerade ehrlich gesagt was anderes nochmal überlegt. Hätte ich jetzt zwar schon Baum jetzt weg, aber wegen einem Custom. Nee, das ist schräg da, das geht da nicht. Wäre da der Boden gratis? gratis. Gerade wäre das, denke ich mal, kein Thema, da ein Custom Building zu bauen. Aber naja. Oder wartet mal. Ja, wegen dem Dach ist das scheiße. Nee, ich vergesse es. Oder? Oh Mann, ich weiß es nicht. Problem ist dann, wenn wirklich zwei ganze Baumstämme schon weg. Ein Baum, richtiger Baum. Ach was, ich baue hier ein Haus hin und gut ist. Ich meine, dann habe ich auch nichts weiter gebaut, wie ich jetzt da auch gebaut habe, eben Mauern und Wände rein und das war's. Jetzt habe ich ein Haus. Spieldefiniertes Haus, besser gesagt. Und das reicht. Ist auch schön. Ich hoffe, ja, gefällt euch. So, das wird natürlich mal wieder mindestens 3 Folgen im Anspruch nehmen. Wartet, wartet, jetzt hört das. Yay! Ist natürlich doof. I see they rolling to my house. Da schnabuliert wieder an deinen Freunden rum. Lecker Fleisch. Ich bin so hungrig. Ich esse alles. Sogar meine Kollegen. Naja, ich glaube, der vergnügt sich nur gerade einer Frau. Mund-zu-Mund-Beatmung. Es bringt nicht mehr viel, lass die in Ruhe. Wo ist denn der jetzt? Hä? Da, da. Ja. Na. Hä? Gut, ich habe den Baum schon einmal angehauen. Das bedeutet, der wird nicht... Huch! Das bedeutet, der wird nicht mehr brennen, der Baum. Wow! Alter, holla die Waldfee. Da knallt er, der Alter. Ah! Sir, Sir, sie brennt, Sir. Naja. Also erschrocken habe ich mich diesmal wirklich. Es ging jetzt ganz schön schnell. Ich habe an nichts gedacht. Auf einmal hinter mir einer. Der hat mich aber nicht getroffen. Mir fehlt sogar nochmal ein Lizard. Also eine Rüstung. Ein Lizard müsste mir aber auch fehlen, weil... Ich habe ja gerade was geschnabuliert. Wäre natürlich lustig, aber nicht unbedingt sehr brauchbar. Wenn die Lizards auch in der Tasche nach einer Zeit gammeln, dass man eben gezwungen ist, sich wirklich immer wieder was Neues zu holen. Aber pff, ob das so notwendig wäre jetzt wirklich, finde ich nicht. Realistischer wäre es, ja, aber notwendig, nein. Fallen so scheiße die Bäume irgendwie seit dem Update, die fallen noch langsamer wie überhaupt.
Was stehen die da? Guck mal, ist der tot? Nee, guck dir mal den an. Gott, er hat dann seine Beine da zu liegen. Ist der komisch. Ja. Komm her, Baum. Das war, glaube ich, ein großer, eine Tanne. Ernsthaft, da ganz hinten. Wo ist denn dein Kollege, mein lieber Baumstamm? Alter, das ist ganz schön groß mit dem Baumstamm so. Ich frage mich jetzt aber... Alles klar. Alles ist wieder da. Oh, auch nicht schlecht. Na gut. Also eine Lizard, ich brauche jetzt nicht. Ich habe schon eine Kollegen in meinem Inventar. So, die Folge, ich mache bei 15 Minuten mal kurz einen Cut. Um zu gucken, wie weit denn jetzt das hier, wie lange das Video denn schon geht. Ey, komm von meinem Kopf runter. Mach, nein, nicht so weit. Alter. Ernsthaft? Alter, die stehen ja immer noch so, als wäre hier eine Party oder sowas dergleichen. Nehmen. Schon wieder. Huch. Wieso stehen die da jetzt rum? Kaffeeklatsch mit Freunden. Bin doch gar nicht dein Freund. Und Kopf ab, Kopf. Tsching! Mist, das war glaube ich nicht, aber... Na gut. Von da kann ich auch noch das Holz holen. Kein Problem. Ich habe immer noch Angst, dass das hier nicht passt. Dass das so nach oben backt, das ganze Haus. Dass ich dann hier nicht mehr durchkomme. Ich will ja durchgehen können und nicht kriechen oder so, ne? Wenn das der Fall ist... Schade, ehrlich gesagt, wirklich schade drum. Die möchte ich jetzt nicht töten, damit hier noch welche rumlaufen, damit ich auch mal ein bisschen Action vielleicht bekomme. Ich meine, das bekomme ich jetzt nicht, wenn die da nur rumstehen. Blutet das? Bluten die noch? Ja. Wer weiß, aus wo sie bluten, wenn ich das mal so sagen darf. Bang. Und pling. Und fliegt durch die Gegend. Nicht. Nee, doch nicht. Diesmal sogar gar nicht. Man hat ja sonst immer das Glück, dass die durch die Gegend fliegen und vielleicht sogar weg. Forever weg. Unbrauchbar weg. Ich wüsste gerne, was in dem Spiel es für Bugs gibt. Also... Was für Bugs es gibt, dass man durch den Boden fällt oder so, da unten geht auch noch einer. Jetzt nicht wegen was, sondern wo auf der Karte. Weil bei Russ hatte ich mal einen Bodenpixelfehler oder wie man das nennen kann. Da bin ich dann runtergefallen. Das immer und immer wieder. Ich bin nicht gestorben, ich bin nur immer gefallen. Durchgehend. Bei dem Spiel, wenn man ja länger fällt, stirbt der automatisch. Vielleicht wäre das dann hier auch der Fall, dass man so gesehen dann durch den Boden fällt und dann durch die Fallhöhe, durch die Geschwindigkeit schon alleine fällt. Weil er fängt ja nach einer Zeit an zu glühen, wenn er fällt. Reibung, Hitze, ne? Nee, Quatsch, Reibung ist das ja nicht. Scheiße und dann heiß, ne? Und dann so, Was machen die denn da? Die Berge flackern schon, weil die da stehen. Ja, es ist... so grell, die hätten das einfach ganz anders machen sollen, die Macher des Spiels von mit dem Gebäude nicht jetzt so hell schalten, wie hier die Sonne leuchtet, sondern umrandet mit irgendeiner Farbe vom Spiel von Rot oder eben die Negativfarbe von der Farbe, die gerade da ist.
Huh, ich dachte, hier wäre gerade einer. Da wäre ich aber geflitzt. Ja gut, dann mache ich auch mal ganz kurz einen Cut. Dann bis gleich. Diese Folge geht noch 6 Minuten. 6 Minuten Hausbau ist angesagt noch. Wahrscheinlich die nächste Folge auch noch. Wie lange und so, das ist und bleibt ein unlösbares Rätsel. Nee, ich weiß noch nicht, wie lange die dann geht. Ah! Alter, sieht das cool aus, wenn das so leuchtet. Das ist der Wahnsinn. Und das Scheißhaus, das müsste jetzt noch dunkel sein oder fertig eben, ne? Ach ja! Oh, peng, dunkel. Ich muss auch was essen. Ich sauf mal einfach eine Soda. Soda Stream. Ach ja, ist das nicht ein... Baumfeld! Freu dich nicht so laut, sonst kommen die noch alle. Sollen ja auch Baumstämme klauen, die netten. Und in der letzten Folge, oder in dem letzten in der letzten Aufnahmesession hat man ja gerade mal... Das Telefon klingelt schon wieder so unglaublich, eine SMS bekommen. Was geht ab? Da hat man unglaubliche wenige, wirklich, das ist unglaublich wenig, 10.000 Schritte gemacht nur. Das ist ja echt nichts. Hat mich ehrlich gesagt auch ein bisschen geärgert, weil jetzt 1789. Ah ne, ich will jetzt nicht zu viele Feuer anmachen, aber... Na gut, obwohl ist auch scheißegal. Ich habe da drin noch ein Feuer, draußen die zwei Fackelchen. Und wir schlafen mal kurz. Z. Und. Und. Ich kann nicht beschreiben, auf wie viele Ebenen ich mich jetzt gerade verarscht fühle. Ach, deswegen kann er nicht schlafen. Nein, da ist jetzt so eine Scheiße. Oh! Huch! 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 Krasse Scheiße, habt ihr das gerade gesehen? Die alte Schabrulle hat das Grasding hier gerade kaputt gemacht. Aber wie? Oh, guck mal, hier ist ein Grasfussel. Krass. Okay, cool. Auch mal was Neues, was ich noch nicht gesehen habe. Und zwar, dass die Gras zerstören. Okay. Wartet mal. Ich kann mich rein theoretisch hier hinter verstecken. Nur die rum, die Hacker von Einwohnern. Ah, es ist Tag. Die würden auch durch Wände schlagen und sagen, ha, ich hab dein Knie geklaut. Oder so. Hey. Achso, ich müsste jetzt mal langsam... 4 Minuten! Nein, in... Guck mal, da geht schon wieder einer. Der Wächter der Allianz. Er hat schon viele Kriege besiegt. Krieger besiegt. Aber nicht mich. Dab, 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 dab. Dab, dab, dab. Es war doch hier den Tag, ich glaube vorgestern, also wenn ihr das Video seht, schon lange her, dieses Mond, ach der Mond war doch richtig dicht da irgendwie an der Erde oder irgendwas war doch da, ich habe mal rausgeguckt, ja, also Wolken waren sehr nah da, nein, das hat nämlich die ganze Zeit geregnet,
Mich regt das bis jetzt noch so auf. Weil ich interessiere mich ja ehrlich gesagt für sowas. Für Welt oder so ein Keks. Und es wurde ja überall jetzt geschrieben, dass die KI hier verbessert wurde. Und du springst ja vom Thema zum Thema. Sag, rede doch. Nee. Vollende doch erstmal das vorherige Thema, was du angefangen hast. Okay. Der Mond war nicht da. Also, der war bewölkt. Nicht der Mond, sondern die Erde, die Erdoberfläche. Jetzt hab ich gesabbert. Huch! Ah, ist das lustig. Guck, wie ich lache. Wie frag mal den hier drin. War es lustig? Oh. Geh dich schämen. Oh. Seine Knie sind ganz schön abgeknickt, ne? Vielleicht auch noch seine Knie sind ganz schön abgeknickt. Das war's. Ja, alles klärchen. Wir sehen uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo gerne auch da, um weitere Folgen zu sehen. Und schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Was ich besser machen soll, was ich mal ausprobieren soll. Etc. Das kennt ihr ja schon langsam. Dann bis zur nächsten Folge. Ciao.